Hey Freunde, Servus, hier ist Renton. Wir sind immer noch in Duke's Archives und was ich für diesen Part angesetzt habe, ist das nächste Bonfire zu bekommen. Hat die höchste Prio. Ich könnte mal versuchen. Ah, fuck, die Schlangenmenschen sind da schon oben. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mal versuchen durchzurennen. Das war Doom! Ah! Eieiei. Wenn ich jetzt vom Bonfire aus schnell genug bin, sind die vielleicht noch nicht oben. Wäre möglich. Möglich wäre es. Schauen wir mal, wie es klappt. Und zwar ist unser Hauptziel, falls ihr es irgendwie nicht mitbekommen habt, an das warpfähige Bonfire zu kommen. Grund dafür ist, dass ich leveln will und Sieve erst später mache. Schauen wir mal, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Ich renne jetzt erstmal so gut wie es geht durch. Einfach um zu gucken, ob ich durchrennen kann. So, wir scheißen auf dich. Scheißen auf dich. Rennen weiter. Hier oben kommt jetzt Maggi auf uns zu. Ihr hört's schon. Da ist er. Jetzt will ich erstmal gucken, ob die Gegner wieder zurückrennen. Nein, natürlich nicht. Da ist schon einer. Habe ich aber erledigt. Und jetzt kümmern wir uns um den da hinten. Er beamt sich weg. Ah jo. Da unten ist die Tür, wo wir hinwollen. Eventuell. Ah, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja! Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ah! Ja. Yes! Jawohl. Und tschüss. Aufleveln kann ich noch nicht. Aber wir können uns warpen. Ist das schön. Ach Gott, ist das schön. Wo geht man hin? Wo geht man jetzt hin? Lord of Chaos, Deaths, Undead Parish. Ich überlege gerade. Also wir wollen nach Darkroot Basin im Endeffekt. Wo ist ein Sunlight Altar? Alter. Ach, wie schön. Geschafft. Das heißt, der Part hier geht auch nicht so lang leider. Weil mich selbst aufleveln will ich, würde ich gern abseits der Kamera machen. Ah ja. Firelink Shrine ist klar, Chamber of Princess ist klar, Daughter of Chaos ist klar, Deaths ist klar, Undead Parish ist klar. Wir können mal zur Daughter of Chaos gehen. Und nochmal den Boss probieren, den es da gab. Das wäre doch mal eine Möglichkeit, hä? Das wäre doch schön. Und zwar der Boss, wo ich das Set gekriegt habe, was ich hier anhab. Frag mich gerade nicht, wie er heißt. Keine Ahnung. Hallo. Was geht mit der Wand hier? Hä?
falsche Richtung oder was? So, wenn ihr der hier 30 Humanity schenkt, schaltet ihr euch eine Abkürzung frei. Was ziemlich nice ist. Kann man nicht meckern. Und ich hatte ja gehofft, dass das Spiel mittlerweile, ich meine, ich habe es fast 3 Monate nicht mehr gespielt, auf der Xbox One lauffähig ist. Aber leider Pustekuchen, weil sonst hätte ich wirklich gesagt, ich spiele die Xbox One Version für euch weiter. Aber wie eben schon erwähnt, leider Pustekuchen. Ist das der Weg, den ich gehen will? I don't think so, oder? Nee. Möchten nicht zu Quileck. Wir möchten raus. Und zwar hier runter. Lustig ist, dass ihr hier nicht drüber springen könnt. Ist eine unsichtbare Wand. Geht nicht. Müsst mal hier den Aufzug? Nö. Ah, hier entlang. Oder? Ja. Demon Ruins. So, machen wir uns mal fresh. Zieht mir doch nachträglich Energie ab, ey. Leck mich doch am Arsch. Ja, mittlerweile sollte man auch hier runter können, wenn ich mich nicht täusche. Bin mir nicht sicher. Guck mal jetzt erstmal, ob ich den Boss schaffe. Die Seelen hätte ich nämlich schon gern. Ceaseless Discharge. So heißt er. Und zwar gibt es wohl einen Trick. Hier ein bisschen weiter geht. Dann hier rechts rein. Dann beten, dass er euch nicht killt, genau. So, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie es weitergeht, ganz genau. Ich glaube, irgendwie schlägt er hier rein oder so, ne? Da ist er ja. Junge, wie schaut's aus? Genau. So kann ich ihn holen. Hopp, komm her. Oh, komm wieder her. Easy, easy. Na? Komm, die Hälfte haben wir schon. Mhm.
Na los. Ich bin echt am Überlegen, ob ich ein paar Level irgendwie auf Magie setze. Ist extrem hilfreich in dem Spiel. Na los, hopp, 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 hopp. Durch die Wand durchgezittert. Also ein Stück weiterlaufen, wie ich es gerade gemacht habe. Hopp, 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 hopp. Jawohl. Oh ne, hau ab, hau ab! Aber jetzt haben wir, oder? Jawollo! Victory achieved. Jetzt könnte man theoretisch weitergehen. So, und einen Homeward Bone bekommen, den ich eigentlich auch gerne direkt einsetzen würde. Jawohl. Ups. Ja, Spiel nimmt noch auf, Gott sei Dank. Okay. Pass mal auf. Ich habe nur ein Level. Attunement. Habe ich überhaupt schon einen Attunement-Slot? Habe ich überhaupt schon einen Slot? Ich glaube nicht, ne? Intelligence und Faith ist halt auch ziemlich mager. Stamina, Equip Load geht hoch. Physical Defense geht hoch. Hier geht auch Physical Defense hoch. Lass mal kurz zurückgehen. Attune Magic. Insufficient Attunement Slots. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das habe ich mir gedacht. Leveln wir, glaube ich, Wit, würde ich sagen. Hä? Hehehehe. Okay. Wir warpen uns jetzt zu. Mal Firelink Schrein. Oder Anor Londo. Beziehungsweise Chamber of Princess. Ich glaube, wir gehen mal schnell zur Chamber of Princess. Grund hierfür ist. Mal gucken, was waffentechnisch noch so geht. Bei dem Blacksmith. Erstmal gucken, was ich noch so hab. Okay. Drake Sword, ne, will ich eigentlich nicht. Great Axe will ich auch nicht. Was aber vielleicht nicht schlecht wäre, wäre Gargoyle's Halberd. Schaum. Ach, jetzt. Equipment, so. Ich hatte einen Bogen sogar dabei. Ah, bin ich dumm. Egal. Egal. Ist nicht verkehrt. Frage ist, wie scaled das Teil? Wenn das nämlich hauptsächlich auf Decks geht, kann ich es gleich vergessen.
Descaling auf Dex und Stärke. Seht ihr bei diesem Param-Bonus unten? DD. Wie sieht's denn bei den anderen aus? Zum Beispiel beim Crystal Halberd. DC. Geht aber schnell kaputt. Hier DD. Ist der, den ich gerade hab, schon ein wenig besser? Die Frage ist halt, was macht Sinn? Was macht Sinn und was macht keinen Sinn? Jetzt habe ich gerade noch einen Haufen Seelen. Kann hier so ein bisschen was reißen. Mit den Waffen. Titanite Shard habe ich nur einen. Könnte man aber kaufen, ne? Was macht denn der Morningstar? Gefällt mir nicht so. Da gefällt mir der aus Dark Souls 2 eigentlich besser, ne? Machen wir nochmal den Zweihänder plus 5. Was ist denn jetzt los? Ach, ich bin im falschen Bildschirm. Savai-Händer, danke. Okay. Rennen wir jetzt einfach mal durch. Ich glaube, da war rechts, oder? Oder war der links? Ich hoffe rechts. Nicht vergessen, da oben steht ein Black Knight. Boah, ist der zerfetzt, ey. Ah, Item! Dragonslayer Arrow. Schlag bitte nicht durch die Treppe, das können die hier nämlich. Gehen wir hier runter. Repair, reparier mir erstmal meinen Zweihänder bitte. Danke. Dann. So, damit wir wieder fresh an der Sache sind. Modify Equipment. Ah, ich habe sogar Katalysten dabei. Sorcerer's Catalyst. Zwei Stück. Cold Club. Modify, ihr könnt hier Magie drauflegen auf die Waffen. Oder die eben modifizieren. Reinforce Weapon. Sieht's aus mit dem Gargoyle Halberd. So, jetzt habe ich keine Titanite Shards mehr. Nummer mal 4. Was hatten wir eigentlich für Waffen? Giant's Halberd. Ist jetzt die Frage, ist der... DD. Hey, wisst ihr was? Ich glaube, ich kaufe das Teil mal. Scheiß drauf. Purchase Item. Jetzt gucke ich mir das Teil mal an, gehe aber weg von ihm, bevor ich ihn noch kill. Macht gut.
gut was her, das Teil. Hey, das gefällt mir. Ich mag eh baden, also von daher. Baden gehen tue ich gern. So. Reinforce Weapon. Was brauche ich? Noch zwei Twinkling Titanites, okay. Nee, die kosten viel Geld. Scheiße. Der Vorteil ist halt, das Ding ist schon ein bisschen schneller wie der Zweihänder. Und das gefällt mir. Hat eine hohe Reichweite, ist schneller und ist definitiv eine Waffe, die mir gefällt. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich den Black Knight Halberd haben, aber der wollte mich nicht. Was sehr schade war. Jetzt bin ich halt nur auf plus 4 Grad. Ach, ich habe vielleicht noch eine Bossseele, weil die benutze ich eh nicht. Gab das keine? Oder habe ich die schon benutzt gerade eben? War das die, die ich gerade eben benutzt habe? Ich vermute es fast. Shit. Was ich jetzt gerade nochmal checken will, ist, der hat 196. Der Zweihänder hat 195 auf plus 5. Und mit dem Ding hier bin ich aber definitiv schneller. Von daher, perfekt. Ich bin zufrieden gerade, ganz ehrlich. Ist da was, dann rennen wir mal zurück zum Bonfire. Gehen dahin, wo ich leveln will. Und wenn ich dementsprechend gelevelt habe, kann ich auch die Waffe hier auf plus 5 bringen. Späteres Ziel ist natürlich plus 10 oder 15 geht sogar in Dark Souls 1. Müssen wir mal schauen. Aber ich will auf jeden Fall, die Waffe muss stärker werden. Strength ist bei mir echt in Ordnung, echt super. Aber die Waffen an sich müssten stärker werden, dass ich hier gut vorankomme. Das ist mein Hauptproblem. Ich benutze übrigens keinen Homeward Bone gerade, weil ich mir das Geld einfach sparen will. Warp! Gehen zu Firelink Shrine, oder? Oder ist das Undead Parish? Bin mir gerade nicht sicher. Eieiei. Ich hoffe, der Part ist nicht zu langweilig. Ich muss jetzt gerade. Ich habe halt 3 Monate kein Dark Souls mehr gespielt und überlege jetzt, wie ich am besten vorgehe. Muss in meine. Ah, genau, hier war's. Muss in meine Figur irgendwie wieder reinfinden, sage ich mal. Ist halt schon blöd, aber was soll's. Verkauft der... Ne, der verkauft keine Twinkling Titties, deswegen, ja. Was hätte denn der so an Waffen gehabt? Nichts Besonderes. Was wir vielleicht noch machen können, ist mein Schild. Braucht normale Titanite Shards. So. Don't get yourself. Wie sieht's denn aus mit meiner Armor? Fällt mir auch gerade ein, Reinforce Armor. Zumindest mal den Hauptteil, ne? Geht nicht aufzuleveln, so wie es aussieht. Ist nicht levelbar. Gut. Was soll's? Ach, Zweihänder ist schon cool, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich jetzt eine andere Waffe habe. Weil für den Run hier, ich habe zu wenig Dark Souls noch
im Kopf noch gespielt, zu wenig Skill. Und da ist mir hier so eine schnellere Waffe definitiv lieber. Muss ich schon zugeben. Ich mag auch das Moveset von den Halberds in dem Spiel. Es sieht ein bisschen komisch aus, aber es spielt sich halt extrem flüssig und macht Spaß wie Sau. Und das soll es ja machen. Sehr schön. Sehr, sehr schön, schön. Okay, wir sind am Bonfire, wo wir hinwollen. Try Comfort, ja. Ja. Fräse. Können vielleicht einmal da durchrennen. Um die entsprechenden Seelen zu holen, für die Waffe. Mhm. Sehr schön. Sehr, sehr schön, schön. Das Ganze machen wir noch einmal. Also wenn ihr am Anfang Probleme habt, holt euch die 10.000 Seelen. 10.000 waren es, glaube ich. Um die Tür hier aufzukriegen. Und dann könnt ihr hier ein wenig leveln. Oh Gott. Das war knapp, ey. Leck mich am Arsch. Wunderbar. Also zurück zur Chamber of the Princess. Warp. Chamber of the Princess. Dann hole ich mir Twinkling Titties und level das, das Teil jetzt auf plus 5. Der Aufzug hier, gell? Wie oft ich da schon zu früh runtergesprungen bin. Oder zu spät. Und dann gestorben bin. Ist nicht feierlich. Ah, oh, fühle ich mich gut mit der neuen Waffe hier. Das gibt richtig frischen Schwung und wunderschön. Du gibst mir keinen frischen Schwung, du Arschloch. Und tschüss. Ja, ich bin noch mal kurz ruhig, ja. Ist okay. Okay, Purchase Item. Wie viel haben wir gebraucht? 2, gell? 2. Gut. Reinforce Weapon. Yeah.
Und jetzt verschwindet er hier aus dem Menü, weil mehr wie plus 5 geht bei dem Schmied hier nicht. Schade, schade. Come soon. Können wir mal nachschauen? Nein, nicht adequip. 210 macht er jetzt Schaden. Interessant. Large halberd made of old brass, used by the giant sentinels of Outer Londo. Brass contains traces of lightning, but as the halberd is designed for the giant sentinels, its weight is unbearable. Deswegen braucht ihr auch 36 Strength fast, glaube ich, um das Ding überhaupt zu halten. Ach, ist das schön. Ist das nicht schön? Hui! Und weg. Und weg. Ich liebe diese Architektur von dem Spiel, gell? Ich meine diese ganzen Details. Allein hier, ne? Wie die Statuen aussehen, wie die Hallen gemacht sind. Von dem Spiel würde ich mir echt eine Remastered Edition wünschen. Klar, ich meine, wenn ihr das Spiel in schicker Grafik und clicky bunti und 1080p wollt und so, PC-Version, klar. Aber ich bin halt Konsolengamer und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn das irgendwie nochmal rauskommt. Am besten noch mit Demon's Souls gleich dabei, das ich übrigens noch nie gespielt habe. Ich habe mir nur ein paar Playthroughs angeguckt. Ja. Das ist es. Ja, ich denke, so viel werde ich auch gar nicht leveln. Vielleicht 5 Level oder so. Ob ich auf Magie gehe, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es nicht. Wäre eigentlich praktisch. Wobei ich dann definitiv viel, viel mehr wie 5 Level brauche. Weil ich müsste dann Faith oder Int hochdrehen. Je nachdem, welche Zauber ich benutzen will. Habe ich überhaupt irgendwelche Zauber? Das wäre mal interessant. Nö. Ich habe nur Great Chaos Fireball. Fireball. Und ich glaube, ich habe auch gar keinen Händler freigeschalten, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ah. So. Ach Gott, wie schön. Die Waffe macht Spaß. Die Waffe macht echt Spaß. Okay. Dann begeben wir uns hier ans Bonfire. Und hoffen, dass er nicht von der Klippe fällt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hat sich ein bisschen gezogen, der Part. Hab ein bisschen viel überlegen müssen, was ich mache, aber im Endeffekt war es das wert und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder demnächst, nachdem ich gelevelt habe. Bis dann. Ciao.